Hey Leute, herzlich willkommen zu Dennis Koray, Krypto-Show 1083 am 14. September. Wir sprechen heute mal ein bisschen über den Crash, was ist passiert mit dem Bitcoin, dann über einen Haftbefehl gegen den Terra Luna-Gründer Do Kwon und wir sprechen über den Bitcoin-Betrüger Jörg Molt. Der steht nämlich gerade vor Gericht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Starten wir erstmal mit dem Preis. Bitcoin ist gestern, ja, nach diesen Zahlen, den CPI-Zahlen aus den USA, ja, abgeschmiert von 22.687 bis auf 19.994. Also wir waren ganz kurz unter der 20k, stehen jetzt bei 20.240 und sieht nicht so besonders gut aus für den Bitcoin. Ja, also die letzten Tage, wo es hochging, zack, in einer Candle wurden sie quasi hier vernichtet. Mal sehen, was die nächsten Tage noch so bringen. Ethereum Merge, wie ihr wisst, steht vor der Tür. Ethereum hat auch ein bisschen gelitten. ETH steht aktuell bei, ja, 1611. Ist ein bisschen geklettert, aber mal sehen. Sprechen wir zuerst mal über den Haftbefehl gegen den Terra Luna Gründer Do Kwon. In Südkorea wurde das jetzt bestätigt. Wegen Verstoß des Kapitalmarktgesetzes und das hat eine südkoreanische Zeitung berichtet, 4 Monate nach dem Crash, ja, schon eine ganze Zeit, wo sich ca. 40 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst haben, kam jetzt das Ganze hier mit dem Haftbefehl und Berichten zufolge hält er sich derzeit in Singapur auf und es gibt auch einen Haftbefehl für 5 weitere Mitglieder des Terraform Labs Teams. Bin mal gespannt, ob sie die finden und was dabei rauskommt. Man hat ihn ja eh, den Do Kwon, sehr, sehr stark kritisiert und diese Auswirkungen von diesem Zusammenbruch von Luna und UST, die waren wirklich heftig, haben einen riesigen Dominoeffekt ausgelöst im Kryptomarkt. Viele glauben, dass wir immer noch unter dieser Krise ein bisschen leiden. Aber Terra Luna Classic ist wieder auf Platz 32 der Coins nach oben gegangen. Eine spektakuläre Aufholjagd. Warum Leute denn noch investieren? Hey, I don't know. Aber bin gespannt, was hierbei rauskommt. Bleiben wir beim Thema Haftbefehl, nämlich dem mutmaßlichen Bitcoin-Betrüger Jörg Molt. Der Prozessauftakt, der geht jetzt hier, ist jetzt in Landshut und der muss sich ja vor Gericht verantworten. Das Ganze ist ja für 20 Verhandlungstage angesetzt und bin mal gespannt, was jetzt hier da rauskommt. Jörg Molt ist ja einer, ja, recht bekannt in der deutschen Kryptoszene bei einigen. Und ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in 92 Fällen geworfen. Zwischen 2017 und 2020 soll er mithilfe eines Schneeballsystems zahlreiche Anleger um ihr Erspartes gebracht haben. Ja, er hat selber den Spitznamen oder sich selber Mitgründer von Bitcoin genannt. Viele haben ihn auch lustigerweise als Fake Toshi bezeichnet und hat Leute dazu gebracht, in eine Mining-Anlage zu investieren, wo dann 60% in das Bitcoin-Mining geflossen sind, 40% einfach in die Hodl-Position. Und es scheint aber so, dass es das Ganze nie gab, ja, eine Mining-Anlage, und dass er das Geld benutzt hat für seinen Lebensstil. Insgesamt sind es 80 Bitcoin, um die es geht, derzeit knapp 1,7 Millionen Euro. Und als das Ganze ja mehr oder weniger am Ende angekommen ist, letzten Jahres im Juli, gab es einen Fluchtversuch nach Südamerika ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte der Polizei haben den Molt in letzter Sekunde am Frankfurter Flughafen in Gewahrsam genommen. Ein Teil der Gelder konnten sie sicherstellen. Ein Teil ist ganz gut. 68.000 Euro befindet sich jetzt in der Obhut der Fahnder. Und was da wirklich passiert, das bleibt abzuwarten. Es können ihm aber bis zu 15 Jahre Haft drohen. Denn gewerbsmäßiger Betrug, ja, kann eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren nach sich ziehen. Und mal sehen, was jetzt da noch so passiert. Des Weiteren gibt es hier auch eine Ermittlung zum Thema Impfpassfälschungen, wo ja angeblich während der Pandemie mit gehandelt haben soll. Das hat auch die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Bin mal gespannt, ob sich das auf die Ermittlungen zusätzlich auf das Strafmaß auswirken wird. Ja, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber mal gucken, ja, 20 Tage sind angesetzt. Bisher hat Jörg Molt geschwiegen und das Ganze hat sogar, ja, sind Weg auch in die Bild-Zeitung gefunden, wo es einen Artikel über ihn gibt. Ich bin gespannt, ja,
und bleibe weiter am Ball. Zum Schluss guckt man mal auf den Markt. Wir sind wieder unter der 1 Billion 995 Milliarden. Ihr wisst es, ein schöner Crash. Bitcoin knapp 10% runter in den letzten 24 Stunden. Ethereum über 6%. Aber es gibt natürlich auch wieder ein paar Gewinner. eCash, ja, mit knapp 10% im Plus. Top-Verlierer ist Luna. Die sind wieder 22% runter. Wahrscheinlich hängt das mit den Nachrichten für den Haftbefehl vom Gründer Do Kwon zusammen. Also, das war's von mir. Wieder kurze News am Mittwoch. Ich bin raus. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Kommt in meine Telegram-Gruppe. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, wie immer, mal the train to hoot. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!